Howdy. Hey. All right. Welcome. Willkommen im Pamplin Historical Park. This place. Hier verlief die Frontlinie des Bürgerkriegs. Wow. Das Gebiet wurde von den Konföderierten besetzt und dann von der Union überrannt. Hier spielte sich eine der letzten großen Schlachten ab. Wie viele Tote? Sicher ist, dass in den ersten 30 Minuten der Schlacht 1100 Soldaten der Unionstruppen starben. 30 Minuten. Yep. Es gibt keine genauen Zahlen darüber, wie viele Soldaten der Konföderierten gefallen sind. Vermutlich waren es an die 900. In nur 30 Minuten. 2000 Seelen. Wahnsinn. Wir machen hier die erste Geisterjagd fürs Fernsehen. Sie geben uns zu allem Zugang. Die gesamte Museumsanlage wird für uns geschlossen. Um welche Phänomene geht es? Der klassische Schlachtfeldspuk. Die Leute sehen Geister von Soldaten, die durch die Wälder irren. Es gibt körperlose Stimmen und Schattengestalten. Besucher sehen und hören Kinder. Viel Restaktivität. Auch Intelligentes? Davon habe ich nichts gehört. Ich bin gespannt, was wir hier herausfinden. Hier ist es. Wir übernehmen das Haus. Und wir nehmen dich gefangen. Wir haben Geld. Ja, deinen Sold. Den hast du lange nicht bekommen. Warte. Was? Die Taschenlampe hat aufgeleuchtet. Echt? Ja. Aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, wie das Ding an- und ausgegangen ist. Wo? Da liegt sie. It's right here. Oh. Du hast sie aufleuchten sehen? Aus dem Augenwinkel. Was? Funkt jemand? Nein. Keiner? Okay. Lass die Lampe noch mal aufleuchten. Mach schon. Was ist? Sie ist an. It's turned on? Yep. Sorry. Huh. Okay. Thank you. Danke. Gänsehaut. Thank you for doing. Danke. Kannst du sie wieder ausmachen? Nett. Okay. Wir spielen jetzt ein Spiel. Licht an bedeutet ja, Licht aus bedeutet nein. Lass es zur Bestätigung aufleuchten. Let me know that you hear me. Das Melmeter. Es schlägt an. Interessant. Genauso wie die Ramparts. Hier gibt es nichts, das... Sie leuchtet. Bist du hier? Leuchtet sie? Jetzt nicht mehr. Schräg. Was könnte sie auslösen? Die liegen nur da. Ja.
Es geht hin und her. Wie ein Tanz. Machst du die Taschenlampe wieder an? Holy shit. Wenn du männlich bist, mach sie aus. If you're a male, can you turn? So we talk. Du bist ein Mann? Was ist das für eine Energie? Seems like. Nochmal. Yeah. Als wären sie verbunden. Als würde etwas zwischen den Wänden hin und her schwingen. Von hier nach da. Was es auch ist, es lässt die Geräte piepen und aufleuchten. Zeig dich. Ich will dich sehen. Du bist hier. Nimm die Energie von der Lampe. Da. Eine Stimme. Habe ich auch gehört. Ich nicht? Doch, auf dem Mikro. Sie war auf dem Mikro? Gerade eben. Eine männliche Stimme. Zuerst dachte ich, grummelt mein Bauch? Was ist das für ein Geräusch? Dann hat's Kathy gesagt. Addison, du hast mich umherschauen sehen. Du hast es übers Mikro gehört? Ja, ich wusste nicht, was das ist. Ich habe es gebeten, sich zu zeigen. Und sofort hört ihr eine Stimme. Ja. Die Energie wird immer stärker. Sprich weiter. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Die Lampe ist angegangen. Schon wieder. Krass. Unglaublich. Echt bizarr. Es gibt keine technische Erklärung. Okay, jetzt geht zum Rampart. Lass das grüne Licht bei Katrina aufleuchten. Jesus. Die Lampe ist aus.